Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir den Bosch Home Professional Wärmepumpentrockner mit der Modellkennzeichnung WTY887W3 genauer vorstellen und dir schlussendlich verraten, ob sich der Kauf von solch einem Trockner lohnt oder eher nicht. Als allererstes möchte ich dir aber noch ein paar Produkt-Highlights bzw. Produktspezifikationen mit an die Hand geben. Los geht's! Ja, der Trockner ist jetzt circa 2 Jahre alt. Ich habe den also 2016 gekauft. Ausgeschrieben ist er ja mit UVP über 1400, immer noch. Ich habe ihn gekauft für circa 800 inklusive Lieferung. Ja, dann möchte ich dir jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein paar Highlights sagen, was dieses Produkt, warum es überhaupt zu so einem Preis auch kommt. Ist jetzt wie gesagt, Modellkennzeichnung WTY887W3. Energieklasse ist A3+, also schon auf einem ganz hohen Level. Fassungsvermögen, kannst du hier auch erkennen, ist 8 Kilogramm, das ist erstaunlich gut. Auch die Geräuscheemission liegt bei 61 Dezibel. Das ist anscheinend sehr leise. Ich kann dir da leider keinen Vergleich sagen. Ich habe da leider keinen Vergleich für, ob das wirklich jetzt leise ist oder nicht. Aber anhand von anderen Reviews und Kundenrezensionen kann man schon erkennen, dass es anscheinend wirklich ein sehr leiser Trockner ist. Also ich finde es auch allgemein ist er recht leise. Man hört ihn kaum. Das ist schon sehr angenehm, so wie es ist. Gerätemaße, Höhe, Breite, Tiefe sind wir bei 84,2 mal 59,8 mal 63,4 cm. Ist jetzt also auch nicht gerade riesig, das Teil, ja. Und damit ist er halt unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe. Falls du ihn also irgendwo in der Küche zum Beispiel platzieren möchtest, und dafür ist ja die Höhe extrem wichtig, nicht, dass es dann nicht passt. Man kann es ja auch so machen, wenn man wenig Platz hat, dass man den zum Beispiel auf die Waschmaschine mit so einem Verbindungsrahmen sozusagen draufstellen kann. Das ist also auch möglich. Gewicht sind wir hier bei 56 Kilogramm. Ja, weitere Produkt-Highlights möchte ich dir jetzt natürlich an der Maschine, an dem Trockner allgemein nochmal direkt zeigen. Ja, ganz auffällig ist natürlich hier die Glastür mit Rahmen in Silber, Schwarz-Grau. Sieht ganz cool aus. Auch natürlich Self-Cleaning Condenser. Das heißt, der Kondensator, den musst du niemals reinigen. Das passiert immer alles automatisch. Das ist natürlich richtig cool und praktisch. So sieht er jetzt aus. Hat halt einen Komfortverschluss, wie du gerade gesehen hast. Kannst hier sehen, dass man könnte auch den Türanschlag wechseln. Ist auch ganz cool. Ich habe ihn jetzt so, wie er mir geliefert wurde, gelassen. Ja, Edelstahltrommel. Und das Coole ist, die ist beleuchtet. Wenn ich jetzt also Power drücke, schön beleuchtet. Sieht halt cool aus, ja. Hier zu sehen, das hochauflösende TFT-Display. Auch richtig schick gemacht. Mit verschiedenen Einstellungen und Programmen. Ja, und da das ja ein Wärmepumpentrockner ist, wird sozusagen in diesem Fach hier, das ist ein echt relativ großes Fach, hier ist sozusagen gesammelt sich das Wasser dann drin, was man dann ganz einfach ausschütten kann. Und hier ist einfach nur zu beachten, dass man dieses Sieb hier immer dann mal reinigt. Müsste ich also auch mal wieder machen, wie man jetzt hier sehen kann. Ja. Einfach unter klares Wasser abspülen, das war es auch schon. Das bei jedem Vorgang. Was gibt es noch zur Reinigung? Es ist also nicht viel. Hier ist sozusagen das Flusensieb. Ja. Das einfach nur entnehmen und ich saug das dann oft ab. Wäre jetzt also auch wieder mal fällig. Am besten auch nach jedem Trockenvorgang. Hier wird zwar beschrieben, dass man das unter Wasser halten soll, aber damit habe ich jetzt keine guten Erfahrungen gemacht. Also ich nehme dann einfach immer Küchenrolle und beseitige das so. Oder wie gesagt, mit einem Staubsauger ganz vorsichtig. Natürlich will ich ja das hier nicht beschädigen. Das ist so mein Tipp, den ich dir geben kann. Damit geht es noch viel schneller. Und dann einfach wieder einsetzen.
So. Ja, das ist so das Einzigste, was du überhaupt machen musst, zwecks Reinigung. Ja, also es ist echt nicht viel, da der Kondensator sich sowieso auch immer selber reinigt, fällt das auch aber weg. Ja, wie gesagt, hier die Programme, dann gibt es noch zwei extra zur Speicherung. Also es gibt zwei Programme, die man direkt einspeichern kann mit M1 und ja, Memory Programm 1 und Memory Programm 2. Die zwei, hier kannst du sehen, dass ich da Handtücher mit einer bestimmten Anzahl an Umdrehungen und Schranktrocken Plus und ja, es gibt halt viele Möglichkeiten, was man da einstellen kann. Das ist echt cool, das wird jetzt aber, wenn ich das alles erklären würde, das würde deutlich den Rahmen sprengen. Ja, und da ich den Trockner jetzt schon 2 Jahre habe, Fazit ist auf jeden Fall, also ich bin mit der Trocknerleistung an sich extrem zufrieden, ja, also das macht schon Spaß und erspart viel, viel Zeit. Also das Zeitersparnis ist wirklich gigantisch. Ich lasse ihn auch öfters mal über Nacht laufen und früh entnehme ich es dann, weil das Coole ist, der Trockner schaltet sich dann nach 4-5 Signaltönen dann ab. Auch cool. Da kommt dann so eine Melodie, wenn er fertig ist. Und die wird 4-5 Mal abgespielt und danach schaltet er sich automatisch aus. Auch ganz cool. Ich hatte neulich mal einen Stromausfall. Auch das hat er mir dann angezeigt. Und da konnte ich dann hier einfach nur auf Start bzw. weiter halt machen. Hat er also auch gemerkt, dass ein Stromausfall war. Also das ist schon alles ziemlich... Also der Preis ist auf jeden Fall echt wert. Also ich kann dir den echt nur empfehlen. Also ich stehe sowieso mehr so auf diese Bosch-Haushaltsgeräte. Und ich würde mir den auch wieder kaufen. Der ist einfach nur genial. Auch der Preis ist wirklich echt wert. Kann ich nur so sagen. Das macht echt Spaß, seine Kleidung zu trocknen. Vor allen Dingen auch mit Baby, Kind. Das ist echt eine richtig tolle Sache. Ja, das ist alles... Also Zeitersparnis pur. Nichts mehr mit Wäsche aufhängen und so. Das ist echt eine tolle Sache. Ja, wenn ich den jetzt hier ausmache. Ja, das Display, ich weiß gar nicht, ob man es auf dem Video so erkennt, ist wirklich sehr hochauflösend. Sieht richtig toll aus. Auch die Programmwahl. Alles echt schick. Und natürlich die LED-Beleuchtung in der Trommel. Auch richtig nice. Wie gesagt, absolut empfehlenswert, so ein Wäschetrockner, auch wenn man nicht viel beachten muss. Auch das mit dem Wasser, dass sich das hier in diesem Behältnis sammelt, dass man das dann einfach nur abkippen muss. Fertig, ist halt jetzt ohne Abluft, also perfekt für eine Wohnung ohne Fenster jetzt in dem Fall. Ich habe hier neben mir noch so ein kleines Waschbecken, da kann ich das dann immer gleich direkt reinkippen und weg ist es. Und was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, wenn jetzt zum Beispiel... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn weniger Wäsche drin ist und die nicht so nass ist, man hat ja hier auf diesem Display immer eine Zeitanzeige, wann es ungefähr fertig ist. Und sobald hier weniger drin ist oder je nachdem, wie viel Wäsche und wie nass die halt ist, mir kommt sofort, ob da ein Sensor drin ist, der das Ganze misst. Und das ist dann deutlich schneller fertig als wie angegeben. Also das ist auch eine richtig geniale Sache. Teilweise richtig schnell, macht richtig Spaß. Auch wenn die Wäsche dann rauskommt, das ist herrlich einfach nur. Also für die Leute, die solche schönen, zum Beispiel Handtücher, wenn die dann getrocknet sind, die sind dann richtig schön fluffig, nicht so hart kratzig. Ja? Also das ist toll. Auch ich habe ja 2 Katzen, auch merke ich den Unterschied mit so einem Trockner. Da zieht auf jeden Fall die Katzenhaare ein bisschen wenigstens auf jeden Fall raus. Das merkt man deutlich. Auch das sehr positiv zu erwähnen. Also nur Vorteile. Also ich bin froh, dass ich mir so ein Haushaltsgerät gekauft habe. Das würde ich immer wieder tun. Absolut empfehlenswert. Ja, das soll es auch erstmal gewesen sein. Falls du noch Fragen zu diesem Bosch Home Professional Wärmepumpentrockner haben solltest, kannst du die in Form eines Kommentars stellen. Ich habe dir den Link zu diesem Trockner auch in die Videobeschreibung gepackt, da kannst du ihn also bequem nachbestellen. Hab noch ein paar andere Links mit reingepackt, schau einfach mal nach. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über deinen Daumen hoch sehr freuen. Und für weitere Videos kannst du den Godlike News YouTube-Kanal abonnieren. Damit verpasst du einfach kein weiteres Video. Ich sag erstmal ciao und bis zum nächsten Video. Mach's gut!